Montag, 19 Uhr. Wir bringen den Ball mal wieder ins Rollen in der Regionalliga West und wollen mal sehen, was sich ereignet hat in dieser vierten Liga. Es gab schon wieder einige Spielausfälle. Gespielt wurde allerdings am Tivoli in Aachen. Bei den Aachenern ist die ganze Saison ja mehr oder weniger eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und vielen Tiefen. Die letzten beiden Spiele dafür unter anderem symptomatisch. Niederlage in Dortmund, dann 4:0 Erfolg in Wiedenbrück. Mal schauen, was die Aachener dieses Mal gemacht haben. Die Überraschungsmannschaft oder die Mannschaft, die schwer einzukalkulieren ist, hat nämlich den ersten FC Köln, die U21, empfangen. Mittelrhein-Duell am Tivoli. Shake hands der Trainer Kilic und Heck. Die Alemannia mit derselben Startaufstellung wie zuletzt beim 4:0 Erfolg in Wiedenbrück. Hier ihre erste Gelegenheit. Eine Flanke von Zieba, ein Kopfballversuch von Engelbrecht. Der hat zuletzt in Ostwestfalen ja 3 Tore erzielt. Hier fehlte etwas die Präzision und das passte durchaus zur Geschichte dieses Spiels. Die Aachener mit viel Leidenschaft und Laufbereitschaft. Hier ein Kopfball von Rossmann und das ein Rempler womöglich oder tatsächlich von Zinke an Graudenz. Die Alemannia will einen Elfmeter. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Die Gastgeber mit einer Art Vollgasfußball. Nächste Chance, Dovida, dann Staffelt, Timo Staffelt. Aber klasse gehalten von Sven Müller im Kölner Tor. Aachener Dominanz also. Doch wie das dann so ist, bei einem der seltenen Kölner Konter, der FC plötzlich gefährlich mit Hartl, mit Zielinski. Doch auch Pierre Kleinheider im Aachener Tor, super. Halbzeit 0-0, 6.300 Zuschauer. Vor einer Woche gab es hier ja eine 0-1 Enttäuschung gegen Dortmund. Hier und heute weiter Aachener Druck und Reklamationen. Hand oder nicht, Elfmeter oder nicht, die Alemannia fordert Strafstoß. Der Kölner Klünter soll den Ball mit der Hand gespielt haben. Besser mit dem Arm. Und das sehen wir hier nochmal. Sie scheinen recht zu haben. Die Partie läuft aber weiter. Die Aachener, sie versuchen es. Sie kommen zu Chancen. Sie betreiben viel Aufwand. Guter Schuss von Graudenz. Aber erneut gut FC-Keeper Sven Müller. Der hält seine Mannschaft im Spiel. Der erhält die Hoffnung auf ein Unentschieden. Doch es kommt ja noch besser. Minute 86. Der FC mit Čapkin. Anil Čapkin, der wurde eingewechselt. Und hier zirkelt er den Ball ins Tor zum Kölner Glück. Aachen gegen die Kölner U21 0-1. Das ist zum Kotzen. Also es ist nervig einfach, weil wir arbeiten hart, der Trainer stellt uns überragend ein auf die Gegner, wir sind top vorbereitet, wir setzen das meiste davon um und jetzt so ein Spiel jetzt wie heute haben wir uns einfach selber nicht belohnt. Das ist dann, normalerweise musst du einen Punkt mitnehmen, durch so einen Sonntagsschuss verlierst du dann sogar noch, aber wie schon gesagt, es war ein ganz anderes Bild als letzte Woche gegen Dortmund. Ja, wir haben uns einfach nicht belohnt und werden dann am Ende noch bestraft. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass wir mit leeren Händen dastehen jetzt. Wir haben hier 3 Punkte aus der englischen Woche geholt, das ist nicht gut. Ich glaube, dass wir jedes Spiel auch Fehler machen, das ist nicht ausgeschlossen. Also in Wiedenbrück war auch nicht alles Gold, was glänzt. Und für mich müssen wir jetzt einfach mal nochmal das Video vielleicht von dem Spiel angucken. Dann müssen wir genau analysieren, was wir falsch gemacht haben, damit wir aus den Fehlern lernen. Hier nochmal das Tor des Spiels, das Ende der Kölner Negativserie. Ja, überraschender Erfolg auf jeden Fall für den FC-Nachwuchs und ein tolles Tor. Kommen zum anderen Verein aus Köln, die Viktoria, die den Erwartungen ja nach wie vor ein bisschen hinterherhinkt. Man hat den Anschluss schon ein ganzes Stück weit verloren gegen die beiden vorderen Mannschaften, Sportfreunde Lotte und vor allem auch Borussia Mönchengladbach, die U23. Also Siege müssen her, unbedingt. Zu Gast TuS Erntebrück, die Erntebrücke allerdings mit breiter Brust nach Köln gefahren, denn in der Woche gab es ein sattes 5:0 gegen Verl. Sportpark Höhenberg, Viktoria Köln gegen den TuS Erntebrück. Die Gastgeber nach einer enttäuschenden Nullnummer gegen Rödinghausen. Die Wittgensteiner nach einem hohen 5:0 auf heimischem Schneeboden gegen SC Verl.
Die Kölner mit Heister und Krempicki, guter Doppelpass, gute Flanke und völlig frei David Jansen 1:0, Minute 9, so ungefähr hatten sie sich das vorgestellt. Dann die gleichen Beteiligten, nur andere Reihenfolge. Erst Jansen, dann Heister. Jetzt können die Erntebrücker kurz vor der Linie klären. Nächstes Mal aber schon wieder nicht. Wieder Heister, Flanke Legend, Kopfball Jansen 2:0. Da sind die Weichen schon gestellt nach 19 Minuten. Dann mal die Gäste mit diesem Angriff über Tim Treude. Flanke Richtung Balci, Ridwan Balci, immerhin. Sie greifen mal mutig an. Trainer Schnorrenberg, der war eigentlich ziemlich stolz hier angereist. Seine Mannschaft hatte dreimal schon in diesem Jahr 2:0 gespielt. Diesmal blieb das von Anfang an Wunschdenken. Nächster Versuch, nächster Erfolg, Conor Krempicki, diesmal der Torschütze. Kurz vor der Pause 3:0 der Halbzeitstand, da haben die Gäste unfreiwillig Schützenhilfe geleistet. Die Kölner diesmal von Beginn an mit Tempo, mit Engagement, wenn sie das mal immer so zeigen würden, hieß es auf der Tribüne. Zweiter Durchgang, zunächst diese Parade von Timo Becker im TuS-Tor. Dann aber die Erntebrücker Abwehr wieder mal nicht so richtig im Bilde. Florian Heister zur Stelle sagt Danke 4:0. An 3 Toren war er beteiligt als Vorbereiter. Diesmal trifft er selbst. Ein klasse Spiel macht er. Hier ein Kopfball von Robin Schmidt. Die Parade von Nico Pellatz. Dann eine Stunde rum. Florian Heister geht, er ist erst 18, er geht mit Ovation. Ja, also der ist ein richtig talentierter Junge, der macht richtig Spaß, wenn man, glaube ich, heute auch gesehen hat, der sucht das 1 gegen 1, links wie rechts, zweite Halbzeit flankt er mir auch noch einen sehr gut auf dem Kopf, den ich leider nicht richtig treffe, und ich glaube, der Junge hat heute ein gutes Spiel gemacht. Das gilt für die ganze Mannschaft, auch für David Jansen selbst. Der ist ja gerade erst aus Oberhausen nach Köln gekommen. Hier macht er sein drittes Tor. Endstand 5:0 für Viktoria Köln gegen den TuS Erntebrück. Für die einen passte fast alles, für die anderen ein ganz gebrauchter Tag. Natürlich haben wir letzte Woche, wollen wir immer Gas geben. Wir wollen immer das umsetzen. Aber an manchen Tagen gelingt es mehr, an manchen Tagen gelingt es weniger. Und wir waren natürlich gegen Rödinghausen durch den Unentschieden nicht zufrieden. Und es war ganz klar, dass wir heute ganz anders anpacken müssen. Und ich denke, das haben wir gemacht. Ja, das haben wir uns anders vorgestellt. Aber es lief von Anfang an nicht so, wie wir es vorhatten. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, konnten es nicht gut verteidigen, die Flanken von außen. Und von daher haben wir dann im Endeffekt auch verdient 5:0 verloren. Wir schauen nicht auf die Tabelle. Wir wollen jetzt unsere Spiele gewinnen. Und wenn wir irgendwann eine Serie starten, dann schauen wir vielleicht mal drauf. Obwohl wir heute verloren haben, glaube ich trotzdem, dass wir auf die letzten Spiele aufbauen können. Und so weit ist es auch nicht. Wir haben noch einige Spiele. Klar müssen wir dann die Punkte jetzt holen. Aber abgeschrieben, abschreiben darf man uns auf gar keinen Fall. Ja, durchatmen bei Viktoria Köln und Rückschlag für Erntebrück im Abstiegskampf. Ganz unten drin steckt auch eine andere Mannschaft, nämlich der FC Krai. Da helfen eigentlich nur noch Siege, aber das ist gar nicht so einfach. Denn am Wochenende hieß der Gegner Borussia Mönchengladbach, die U23, amtierender Meister und Tabellenführer. Grenzlandstadion Reit, oben gegen unten, klarer Fall, die Gladbacher U23, hoher Favorit. Die Kreier in grün und Achtung, die haben sich noch nicht abgeschrieben. Am Ball Ömer Akman, ein erster Warnschuss, nicht schlecht. Und gleich der nächste Versuch, die Gäste mit Süller, dem Neuzugang. Guter Pass zu Kevin Kehrmann, der kann, womöglich muss der hier, das 1:0 für die Gäste machen. Und jetzt dieser weite Ball von Stang. Und was ist das denn? Ein kurioses Tor für die Borussen. Es wird erzielt von Thomas Kraus. Und wir sehen gleich, wie glücklich das zustande kommt. Vincent Wagner, da, der Kreier Abwehrspieler. Der schießt sich selbst an, überlistet so sein Torwart Kunz. Und Kraus kann vollenden. Danach gleich die nächste Gladbacher Gelegenheit. Marlon Ritter in Rücklage. Und dies
Jetzt ein ganz seltenes Bild. Vincent Wagner. Mit einem Plastikstuhl holt er Sand aus der Weitsprunggrube. Warum? Das Spiel war unterbrochen wegen eines Lochs im Rasen. Und was macht der Wagner? Der will die Sache beschleunigen und legt selbst Hand an. Kurz danach wird weitergespielt. Mit dieser Ecke, Krei, Kopfball, Waldoch, klasse gehalten von Moritz Nikolas. Andere Seite, Ritter mit seiner Spezialdisziplin, ein Freistoß und auch Philipp Kunz auf dem Posten. Pausenstand 1-0 Gladbach. Stefan Blank, der Kreier Trainer, wird sich schwarz geärgert haben wegen des blöden Gegentreffers. Der Tabellenführer kommt diesmal spielerisch etwas schwer in die Gänge. Nach dem Wechsel die Überlegenheit aber eindeutig. Erste Chance für Pisano. Dann Ecke, Cesar zu Ritter aus der Ferne. Und da soll Pisano noch den Fuß, die Fußspitze dran gehabt haben. Wie dem auch sei, 2-0 Gladbach, die Vorentscheidung. Die Gäste, sie reklamieren abseits vergeblich. Der Treffer zählt, die Borussen auf dem Weg zu einem sicheren Sieg. Nächster Freistoß Ritter, da fehlen Zentimeter. Aber anschließend gleich sein nächster Versuch und der sitzt. 3-0. Alles gelaufen und man muss kein Prophet sein. Marlon Ritter wahrscheinlich der nächste Torschützenkönig der Regionalliga West. Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Weil Hauptsache wir gewinnen und sind am Ende wieder ganz oben. Das andere ist nur ein Bonbon. Englische Woche ist immer schön, ist eine schöne Herausforderung. Wenn dann alle gesund bleiben, dann hat man immer wieder, kann man auf der eine oder andere zurückgreifen. Das haben wir dann auch. Aber wie gesagt, dann ist er immer wieder froh. Und wenn man damit neue Punkte übersteht, dann kann man sich nie beschweren. Da hat er wohl recht. Den Schlusspunkt setzen die Gladbacher mit diesem Treffer. Vorarbeit Giuseppe Pisano, Torschütze Gianluca Rizzo. Gladbach gegen Krei 4-0. Die Gladbacher geben sich also keine Blöße und der FC Krei steckt wirklich ganz, ganz tief unten drin. Kommt zu zwei anderen Mannschaften, die auch zumindest abstiegsbedroht sind. Zum einen Rot-Weiß Aalen und zum anderen der SV Rödinghausen. Für Aalen lief es in letzter Zeit allerdings ein bisschen besser. Rödinghausen dagegen klar im Abstiegstrend oder im Abwärtstrend. Benny Backes, Lennart Kränke und Heinz Reudenbach berichten. Rot-Weiß Aalen in diesem Jahr noch ungeschlagen, der SV Rödinghausen nach einer Heimniederlage gegen Lotte, aber hier und heute mit einem Klassestart. Flanke, Sieg, Kopfball Lehnemann, Kopfball Veselinovic, Minute 2:0:1. Das sehen wir nochmal, die Hereingabe von Kapitän Sieg, dann gewinnt Marcel Lehnemann das Kopfballduell und Sinisa Veselinovic vollendet. Doch ratzfatz geht's auch auf der anderen Seite. Die Aalner mit Marzullo, Gianluca Marzullo. Schönwälder geschlagen, 1:1 nach nur 4 Minuten. Ein Blitzstart hüben wie drüben. Die Vorlage von Bechtold, der Ausgleich, die Fans des Aufsteigers hochzufrieden. Gleich der nächste Anlauf mit Kapitän Bakschat und wieder Marzullo, der nimmt Maß diesmal, aber trifft er nicht ganz. Gleich danach Aalen die nächste, Gian Yilmaz, leicht akrobatisch, aber auch leicht in Rücklage. Ein intensives Kampfspiel, das war zu erwarten. Marius Bülter hier für Rödinghausen, Rückpass zu David Müller. Der kann wieder mitwirken nach abgesessener Sperre. Die Rot-Weißen im Spielaufbau, kapitaler Fehler von Wolf, Julian Wolf. Der reißt Bülter zu Boden, wird dafür verwarnt, klare Sache. Freistoß Rödinghausen, zwei Experten, Sören Sieg und Stefan Langemann, der schießt, gut pariert von Sören Stauder. Die Schlussphase der ersten Hälfte, die Gäste nochmal mit Langemann, zu Langer, der verfehlt nur knapp, Pausenstand 1:1. Zweiter Durchgang. Die Aalner, klar, die wollen hier den Siegtreffer. Gute Vorarbeit von Dahlhoff in der Mitte. Mal wieder Marzullo. Und dann kommen wir schon in die Schlussphase. Die Gäste
Auch sie wollen einen weiteren Treffer. Sie wechseln doppelt aus. Es kommen Jakubiak und Höhner. Freistoß Lehnemann, dann Veselinovic. Raus zu Jens Budicke, gut geschossen, aber wieder aufmerksam Torwart Stauder. Und jetzt Aufregung, kurz vor dem Schlusspfiff. Ein Foul hier von Dahlhoff an Höhner. Die Frage ist, wo? Im 16er oder außerhalb? Schiedsrichter Bandurski sagt außerhalb. Rödinghausen fordert 11 Meter vergeblich. Die Entscheidung steht. Reklamation hin, Reklamation her. Freistoß Sebastian Jakubiak in die Mauer. Ergebnis okay, Ahlen Rödinghausen 1:1. Die Ergebnisse des 27. Spieltages in der Übersicht: Rot-Weiß Ahlen Rödinghausen 1:1. Aachen verliert gegen den 1. FC Köln mit 0:1. Borussia Mönchengladbach schlägt Krai 4:0. Verl unterliegt Wattenscheid mit 0:2. Viktoria Köln Erntebrück haben wir auch gesehen 5:0. Und Rot-Weiß Oberhausen gegen Borussia Dortmund, die U23, 3:1. Da haben wir nochmal alle 4 Treffer zusammengefasst. 5 Siege und 2 Unentschieden. So die Dortmunder Bilanz mit Trainer Daniel Farke. Und auch hier geht's gut los. Vor bei Camoglu, Treffer Kefkir. 1:0 für die Borussen, schon nach 5 Minuten. Oberhausen im Stadion Niederrhein, aber wenig beeindruckt. Hier mit Budimbu und Reinhardt, weitergeleitet von Steinmetz. 1:1. Der Torschütze Bertul Kocabas, der Neuzugang. Zweite Hälfte, Dortmunder Fehlpass und wieder Kocabas. Er macht das 2:1, das Spiel gedreht. Seine beiden ersten Tore im Oberhausener Trikot. Der BVB in der zweiten Hälfte präsenter mit mehreren guten Möglichkeiten. Dann aber kurz vor Schluss die Oberhausener mit diesem 40-Meter-Treffer von Simon Engelmann. Und wir schauen uns mal kurz die Tabelle an in der Regionalliga. Eigentlich lügt die Tabelle ja nicht, aber in diesem Fall wird das Bild doch ein wenig verzerrt. Dadurch, dass die Sportfreunde Lotte 3 Spiele mittlerweile weniger haben als Borussia Mönchengladbach, die also noch eingeholt werden könnten, wenn denn Lotte alle diese 3 Spiele gewinnen sollten. Und Viktoria Köln hat den Anschluss, habe ich schon bereits gesagt, in der Sendung so ein klein wenig verloren nach ganz oben. Nach wie vor sehr überraschend. Die SG Wattenscheid 09 mit bereits 40 Punkten. Unten sieht es sehr düster aus für die abgeschlagenen Wegberg Beker. Auch der FC Krai würde es schwer haben, da noch irgendwie ans rettende Ufer zu kommen. Erntebrück, Schalke, Ahlen, Wiedenbrück, Rot-Weiß Essen und ganz bestimmt auch noch der 1. FC Köln, Velbert, Verl und Rödinghausen. Da sind wir schon auf Rang Nummer 9, alle noch dick im Abstiegsrennen mit drin. Viele schöne Tore haben wir am heutigen Tag gesehen. Ein paar mehr haben wir noch aus dem Monat Februar. Die schönsten 5 hier nochmal zusammengefasst.
Ja, das war sie, die kleine Sondersendung über die Regionalliga. Nächsten Montag, 19 Uhr, ich habe nichts anderes gehört, geht es weiter mit dem kleineren Fußball. Jetzt geht es erstmal weiter mit den Kollegen von NRW Live. Dranbleiben.